Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin, ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit, auch für dich. Heute dreht sich alles um dieses Porträt hinter mir und während ich so male, erfährst du einiges über eine gesunde Enthaltsamkeit, über Methoden, die auch bei dir funktionieren werden. Bis gleich! Ja, hier bin ich mitten im Prozess, im Malprozess. Wenn du dir das Video angucken möchtest, wie das ganze Bild entstanden ist, hier ist der Link vorbereitet zum ersten Teil. Und wie gesagt, so ein Porträt entsteht natürlich nicht in einem Rutsch, sondern da liegen oftmals Wochen, manchmal sogar Monate dazwischen. Vom Material her, ganz klar, das sind Acrylfarben, dieses Bild, Posca-Stifte und eben eine normale Leinwand. Und für die, die mich noch nicht kennen, meine Videos laufen ziemlich immer ähnlich ab. Das heißt, zuerst erzähle ich was über das Material und dann während des Malens steige ich dann in das eigentliche Thema ein. Und Thema ist ja heute eine gesunde oder gesunde Enthaltsamkeit. Und die Frage ist ja, wie beginne ich damit überhaupt? Und ich habe viel über die Enthaltsamkeit oder über abstinentes Leben durch die Malerei gelernt. Ne? Weil zwei wichtige Punkte, die braucht man auf jeden Fall für eine glückliche Enthaltsamkeit oder gesunde Enthaltsamkeit. Das ist Struktur und Disziplin. Ohne diese zwei Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man ja sich dann oder die man sich ja dann auch aneignet, funktioniert eine Abstinenz nicht. Und das kann man sehr gut in der Malerei oder kann man es üben. Also bestes Beispiel, ich habe nicht immer nur gemalt, wenn mich die Muse geküsst hat, ne? Das macht eigentlich kaum ein Künstler, sondern ich habe auch immer viel gemalt, wenn mich die Muse nicht geküsst hat, ne? So ist es einfach. Und dazu gehört viel Disziplin eben, ne? Also eigne dir Disziplin an. Ja, das kann man üben, das kann man lernen. Auch jetzt hier über die kommenden Feiertage, ja, wenn du deinen Alkoholkonsum minimieren möchtest, wenn du vorhast, mit Medikamenten aufzuhören, also ohne ärztlichen Rat sowieso nicht, um Gottes Willen. Ne? Aber es muss ja jetzt nicht nur Alkohol, es muss sich ja nicht immer um Alkohol und Medikamente drehen. Es kann ja auch eine schlechte Angewohnheit sein, Verhaltensweisen. Dann übe dich auf jeden Fall in Disziplin und auch jetzt über die Feiertage steh immer zur gleichen Zeit auf. Das ist also wirklich, leb nicht einfach so in den Tag hinein. Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Struktur. Eigne dir an, eine gewisse eigene Struktur an, ja. Wenn du jetzt ein Nachtmensch bist, es gibt ja Menschen, die einfach abends fitter sind als morgens, auch dann kannst du oder hast du die Möglichkeit, dir deine eigene Struktur oder deine eigene Struktur zu leben. Ja, wichtig hierbei oder meine Empfehlung wäre, nicht einmal Hü und einmal Hot, dann bleib dabei. Ja, dann das nächste wäre Ziele setzen. Also egal, ob es jetzt um den Alkoholkonsum geht oder um nicht dienliche Verhaltensweisen. Setz dir ein Ziel. Was möchtest du erreichen?
Ja, das mache ich auch mit meinen Mandantinnen. Wir setzen gemeinsam erarbeiten wir uns Ziele. Ohne Ziele wird es schwierig, weil ohne Ziel dümpelt man so in dem Teich rum. Ja, so, naja, eigentlich möchte ich ja mal ein bisschen weniger Zucker essen. Ich möchte meinen Alkoholkonsum reduzieren. Das bringt dich nicht viel weiter. Ja, klare Ziele. Das könnte sein, nur noch, da wird getanzt, nur noch, jetzt bin ich schon wieder draußen, nur noch einmal in der Woche abends Alkohol zu trinken. Besser wäre natürlich, komplett auf Alkohol zu verzichten, ja. Da gibt es genügend Challenge ja auch, die man mitmachen kann, um wirklich mal 30, 60 oder 90 Tage komplett auf Alkohol zu verzichten. Ne? Ein klares Ziel empfehle ich dir. Ja, schreib dir dein Ziel auf. Ja, ich schneide es nicht raus, weil so ist es halt, wenn man malt, ne? Also jetzt nochmal zu, da sind wir jetzt gerade in der glücklichen Enthaltsamkeit, da bin ich richtig happy, ne? Da geht's mir richtig gut. Also ich gehe jetzt nochmal ein paar Schritte, muss jetzt kurz auf mein Skript schauen da. Ziele. Wir waren bei Zielsetzung. Ja. Notiere die Ziele und lies sie dir auch immer wieder vor. Laut vor. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Disziplin kann man üben, lernen. Verschaff dir deine eigene Struktur, auch am Wochenende, auch in Ferien, wenn du frei hast. Fang nicht an, dann einfach in den Tag hineinzuleben. Das ist nicht so dolle und nicht förderlich, wenn ich jetzt wirklich ein Ziel erreichen möchte. Dann eben Ziele aufschreiben, notieren, laut vorlesen. Und natürlich spielt auch deine Persönlichkeit mit rein. Was bist du für ein Typ? Beschreib dich, schreib eine Inventur. Was magst du nicht? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Ja? Was sind deine Hobbys? Was bringt deine Seele zum Singen? Also ganz wichtig ist, finde ich, dass du dich selber kennenlernst, dass du weißt, wer du bist. Ja, wo sind deine Grenzen? Ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei Abstinenz oder bei einer gesunden Enthaltsamkeit. Ja, und zu guter Letzt natürlich Familie und Freunde, aber da würde ich sagen, da drehe ich ein eigenes Video darüber. Ja, ich wünsche dir jetzt wirklich viel, viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von Heilsames Malen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Workshops und über meine Seminare. Ich wünsche dir jetzt, dir und deiner Familie, ein wundervolles Weihnachtsfest und bis bald.